Frau Dr. Katja Dauster. Also ich stelle erst einmal alle vor und danach dürfen Sie dann etwas zu sich sagen. Frau Dr. Katja Dauster ist Patentanwältin in Stuttgart. Sie betreut als studierte Maschinenbauingenieurin deutsche und ausländische Unternehmen aus verschiedenen Bereichen des Maschinenbaus. Sie verfügt über praktische Erfahrung in der technischen Beratung von Automobilfirmen im Zusammenhang mit der Entwicklung in einem Team aus externen und internen Mitarbeitern. Seit 2005 ist sie zudem als deutsche Patentanwältin und als European Patent Attorney beim Europäischen Patentamt zugelassen. Sie sagt, auch mit neuem Namen gilt altes Recht. Kooperationen sollten durch geeignete Verträge abgesichert werden. Herzlich willkommen, Frau Dr. Dauster. Dr. Friedhelm Böttcher hat sich schon mit Open Innovation beschäftigt, als es diese Bezeichnung noch gar nicht gab. Er hat früher 12 Jahre in der Industrie gearbeitet und weltweite Projekte betreut, wobei er die Grenzen des alten Wertschöpfungsprinzips erkannt hat und sich 1997 selbstständig machte. Beratung, Change-Prozesse, Innovationsmanagement, Workshops, zu denen Wettbewerber eingeladen waren. Das hat er schon früher gelebt. Das hat er immer fest im Blick, die Open Innovation. Und er glaubt an den Erfolg bei mehr Kooperation. 2006 gründete er FutureBiz. Er sagt, zukunftsfähige Unternehmen verstehen sich als Teil eines Business-Ecosystem und richten ihr Handeln danach aus. Herzlich willkommen, Dr. Böttcher. Dr. Carsten Emde blickt auf eine mehr als 25-jährige Tätigkeit als Softwareentwickler, Systemintegrator und Software-Consultant für industrielle Computereinwendungen zurück. Er referiert und publiziert zu den Themen Embedded Systems, Softwareentwicklung, Echtzeitanforderungen und Open-Source-Lizenzen. Seit Gründung des Open-Source Automation Development Lab im Jahr 2005 ist er dessen Geschäftsführer und er sagt, Open Innovation ist erfolgreich, weil ökonomisch erfolgreich, aber nur, wenn man es richtig macht. Herzlich willkommen, Dr. Emde. So, Christian Weber ist der Student hier in unserer Diskussionsrunde. Wir haben ja vorhin gehört, man soll auch den jungen Leuten mehr zuhören, ihnen mehr Raum geben. Immerhin, einer ist also Student. Schön, dass Sie da sind. Er hat ein duales Studium zum Wirtschaftsingenieur an der DHBW Mannheim absolviert, war dann 2 Jahre Projektingenieur in der Luftfahrtindustrie und ist derzeit im Masterstudium Operations Management an der ESB Business School in Reutlingen. Im Rahmen eines Semesterprojekts hat er die Studie Bedarf und Anforderungen von KMU in Baden-Württemberg an Makerspaces erstellt, die sich unter anderem auch mit der Bedeutung des Schutzes von geistigem Eigentum in diesem Kontext auseinandersetzt. Und jetzt halten Sie sich fest, das Ergebnis dieser Studie, von der Sie gleich hier exklusiv als Erste erfahren, wird dann auch direkt nach der Diskussion veröffentlicht, exklusiv auf www.wirtschaftdigitalbw.de. Ansonsten ist aber Zuhören auch gut. Er sagt, der Schutz von geistigem Eigentum stellt im Rahmen der Realisierung von Open Innovation Elementen für kleine und mittelständische Unternehmen einen zwar definitiv zu beachtenden, aber keineswegs einen kritischen Einflussfaktor dar. Herzlich willkommen, Herr Weber. Und nochmal herzlich willkommen, Frau Wernick. So you want to add something or you finished? Yeah. Nearly. Two slides of practical okay. Innovation. Yeah, so Hello? Go on. Yeah. So okay, I don't have the slides, but I can just explain like this. So what I find, what could be an empowering approach for SMEs and other organizations to assess how to manage intellectual property in the context of open innovation, there are a couple of steps, a couple of questions what to ask yourself and your fellow potential collaborators. First is you need to know what role intellectual property plays in your business model. Is it important for you to control it? Do you actually get revenue from something else than selling patented technology or products which are protected by intellectual property? And that determines quite a lot what type of open innovation you can take part in. Then when you're faced with opportunity, have a look how it fits your business model, what does it bring to you, and how it fits to the business model of your collaborators. Is there something mutual you can gain? And also if you have diverse motivations,
Is there a way to reconcile them? So I think that the first idea is to how to build trust with your collaborators, how you can gain mutual benefits. Basically, intellectual property law shouldn't stand in the way, but just support your efforts. And then after thinking through this, you can look at actual IP management question. Okay, what kind of intellectual property is at hand? What is being shared? What is created? What is being owned? And then what are the licensing arrangements? And be aware of your role in this collaboration or initiative you take part in. So it might be that if you receive intellectual property, have a look at whether you actually have a right to use it. If you license to others, have a look whether you can afford to license it, or if it's a non-competitor, it might be very safe. And if it's a coupled process where you collaborate, how do you determine the ownership of what you create together? And finally, do have a look whether competition law plays a role. What is the input of your funders or the public funders of collaboration, and see whether you need to renew practices of how you manage intellectual property. But overall, law can be used and contracts can be used in a manner that supports collaboration and makes it easier. Thank you. Not easy, but easier. Okay, Frau Dr. Dauster. Ja, ist das Mikrofon an? Ja, Sie können mich hören. Vielen Dank, dass ich hier heute sprechen darf. Bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Nämlich auf unser Thema, das oben stand. Wem gehört was? Die juristische Antwort ist einfach. Es kommt drauf an. Die juristische Antwort ist, das gebe ich zu, unbefriedigend. Aber ich bin Patentanwältin, deswegen von Haus aus keine Juristin, sondern Naturwissenschaftlerin. Ich bin Maschinenbauerin und ich habe im Maschinenbaubereich auch promoviert. Die meisten meiner ehemaligen Kollegen sind in der Forschung und Entwicklung gelandet. Ich weiß, die haben eine sehr große Vorbehalt. Wir haben das heute früh auch gehört. Monopole schaden der Innovation. Patente schaffen Monopole. Also es gibt sehr viele Vorbehalte gegen die Patente und die Patentanwälte. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir immer erst etwas spät dazugeholt werden, nämlich meistens, wenn das Kind schon im Brunnen drin liegt. Und da möchte ich so ein paar Beispiele Ihnen heute vorstellen. Zunächst nehmen wir den fiktiven Fall, der sich so ähnlich aber tatsächlich zugetragen hat. Ein Unternehmen beispielsweise stellt es Webmaschinen her. Mittlerweile hat eine Webmaschine sehr, sehr viele Elektromotoren. Elektromotoren ist aber jetzt nicht die typische Entwicklungsabteilung bei einem Webmaschinenhersteller. Trotzdem denkt dieser Webmaschinenhersteller, es braucht einen neuen Elektromotor. Er beauftragt also ein anderes Unternehmen oder einen Einzelerfinder in dem Fall, statt einen einzelnen Erfinder einzustellen, damit hier ihm einen neuen Motor zu entwickeln. Das Projekt läuft fantastisch, sie alle sind sehr zufrieden, das Projekt ist in der Zeit abgeschlossen, der Motor erfüllt alle Erfordernisse. Aber leider ist das Entsetzen bei dem Unternehmen sehr groß, dass der Entwickler dann sagt, er möchte nun nicht nur das Geld für das Projekt, sondern außerdem auch noch für jeden verkauften Motor eine Lizenz, denn er hat für dieses Produkt gleichzeitig, weil es so innovativ ist, auch ein Patent angemeldet. Wem gehört was im Open Innovation? Ist tatsächlich so, zunächst gehört alles erstmal dem Erfinder. Das heißt, der Erfinder, solange keine vertragliche Regelung da war, hatte das absolute Recht, hier das Ganze, seine Erfindung zum Patent anzumelden. Ob das Ganze wir hatten es heute früh, die Vertrauen sei wichtiger als Verträge. Sicherlich ist Vertrauen ein ganz wichtiger Aspekt, aber Vertrauen ist leider im Business nicht alles. Und in so einem Fall hätte ein Vertrag sicherlich viel Probleme gelöst. Deswegen, also meine ganz wichtige Aussage, wem gehört was? Zunächst gehört die Erfindung dem Erfinder. Danach können Sie fast alles vertraglich regeln oder Sie haben es aufgrund von
bestehenden Verträgen oder Gesetzen geregelt. Aber das sollten Sie am Anfang jeder Kooperation, ob Sie die nun Open Innovation oder Kooperation nennen, immer klären. Danke. Gut. Okay. Dr. Böttcher, bitte. Ja, die Folien Bilder nicht, nein. Ja, kein Problem. Ich hatte ein paar Bilder vorbereitet. Doch, die kommen bestimmt. Da kommen sie, genau. Frau Marschalek ist da sehr zuverlässig. Wie können die durchgeblättert werden? Ich habe hier keine Fernbedienung. Ja, für die, geht die? Die haben wir. Okay. Okay. Ja, geht doch alles. Ja, vielen Dank. Ja, ich hatte Ihnen zwei, drei Bildchen, wollte ich erst mal vorstellen, was wir so machen und was wir auch unter Open Innovation verstehen. Ich manage ein Netzwerk, ein Open Innovation Netzwerk von etwa 12 größeren oder kleinen Unternehmen in Deutschland. Wir arbeiten in der sehr frühen Innovationsphase zusammen und hier ein Beispiel, Connect Creativity, zukünftige Wohnwelten. Was wir da gemacht haben, war auf der Wissensbasis, die wir in einem Netzwerk erstellt haben, gemeinsam erarbeitet haben, haben wir Ideen entwickelt, wie Wohnwelten aussehen als Input in den Entwicklungsprozess der Unternehmen. An dem Projekt selbst waren neben den 6 Unternehmen auch noch 7 Hochschulen und insgesamt 60 Studenten beteiligt. Also es war eine relativ große Angelegenheit. Es lief etwa ein halbes Jahr. Das war der Prozess, einfach Bilder, wie wir miteinander gearbeitet haben. Das heißt, es wurden wirklich gemischte Teams aus den verschiedenen Hochschulen erstellt mit den Vertretern der Unternehmen. Die haben eine Weile zusammengearbeitet und dann kam eine Reihe von Entwürfen raus, wie hier virtuelle Realität ein Stück oder hier eine neue Möglichkeit von Betten. Das ist jetzt vielleicht andere Varianten von Badezimmergestaltung. Und ja, insgesamt kamen 80 Einzelentwürfe raus, 20 davon wurden ausgewählt von den Unternehmen für die weitere Bearbeitung. Man hat etwa festgestellt, dass ein Umsatzpotenzial von ca. 100 Millionen Euro geschaffen wurde in dem Projekt. Ja, das war eben genau das Projekt, das ist Open Innovation, wie wir das leben und das setzt auch schon mal voraus, wo fangen wir eigentlich mit Open Innovation an und der erste Punkt ist hier, wir fangen in der sehr frühen Innovationsphase an und da ist die Frage von Eigentum noch eine vollkommen andere, als wenn man etwas näher an den Prozess rankommt und deswegen meine These, die ich so ein bisschen aus der Erfahrung mitbringe, auch aus der Organisationsentwicklung ist, man soll immer ganz offen sein, aber wer immer ganz offen ist, der ist nicht ganz dicht. Und das zeigt einfach, dass wir enorm differenzieren müssen, wenn wir, was meinen wir eigentlich mit Open Innovation? Open Innovation ist eine Menge von Kooperationsbeziehungen und die erste Form von Kooperationsbeziehungen ist einfach der Austausch zwischen Menschen. Das zweite ist Netzwerk, dass man gewisse Strukturen erzeugt, aber Netzwerke sind multioptional. Das heißt, man geht mit einer diffusen Haltung rein, alle erhoffen was, dass irgendwas passiert und dann passiert es nicht und ist die Trauer auch groß. Dann geht es als in die kooperativen Wertschöpfungssysteme. Dann fängt man an, miteinander über Austausch zu reden und das kann bis zur Kollaboration weitergehen. Und erst wenn man diese Strukturen wirklich verstanden hat und sich als Teil dieser Ökosysteme versteht und seine Beziehung, seine Austauschbeziehung versteht, dann kann man wirklich sich positionieren und wirklich Nutzen aus der ganzen Angelegenheit holen. Und das wird leider in der Diskussion immer wieder vergessen und das ist das Ergebnis, was wir in vielen Jahren immer wieder finden und dann funktioniert es auch. Mhm. Vielen Dank, Dr. Böttcher. Dr. Emde, ja, gerne auch einen Applaus. Lob ist wichtig, das haben wir doch gelernt. Genau. Dr. Emde, bitte. Ja, oh, der Film. Von Dr. Emde, der Film? Oh, liegt nicht vor. Können wir da reagieren? Haben wir den Film nicht? Ja. Ja, das tut mir leid, jetzt versäumen Sie etwas Besonderes. Aber wir haben ja gehört, wir dürfen nicht enttäuschen, wir müssen positiv das umformulieren, wir müssen aus dem fehlenden Film jetzt was Besseres machen. Also ich versuche Ihnen jetzt den Film nahe zu bringen. Stellen Sie sich vor, das würde der Film jetzt gezeigt. Wir haben großes Glück im Verhältnis zu den anderen Dingen, die Sie gehört haben. Wir benutzen Open Innovation in einer Spezialform, eine Spezialvariante, die auch schon vorhin angesprochen ist. Wir betrachten eine Spezialvariante von Open Innovation, der weitesten Form von Open Innovation, die man sich vorstellen kann, indem wir Open Source Software entwickeln. Das heißt also, wir entwickeln Software,
die von allen für alle gemacht werden. Und wir haben auch, was das Patent, die Patentfrage anbelangt, großes Glück, weil wir nicht jedes Mal neu verhandeln müssen, sondern wir können uns bei Open Source Entwicklung in ein fertig gemachtes Bett setzen, legen. Und zwar die Open Source Lizenz. Ich gebe zu, dass der Erfinder der Open Source Lizenz in Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, das war ein amerikanischer Freiheitskämpfer, der hatte noch einen bisschen anderen Freiheitskampf, weswegen er das erfunden hat, er das damals auch Freiheit genannt und nicht Rechte. Aber so 20 Jahre später haben dann Leute, der Begriff Open Source ist viel jünger, der ist erst in der Jahrtausendwende entstanden, der Begriff freie Software schon 20 Jahre älter. Aber es bleibt das Gleiche. Und wir betrachten, und das ist wahrscheinlich diesem Erfinder auch nicht ganz recht, aber wir betrachten Open Source Software eben als eine Sonderform von Open Innovation, mit der verschiedene Firmen in der Lage sind, gemeinsam Software zu entwickeln. Und dieses gemachte Bett ergibt sich dadurch, dass in allen Open Source Lizenzen, die es gibt, mehr oder weniger die Patentfrage ganz eindeutig geregelt ist. Jemand, der ein eigenes Patent hat, verpflichtet sich automatisch mit der Lizenzierung der Software auch sein Patent zu lizenzieren, ohne dass explizit das gemacht werden muss. Und zweitens, wenn eine Software, eine Lösung, ein externes, ein Patent einer anderen Partei hat, dann darf man es nicht unter eine Open-Source-Lizenz stellen. Also wir sind da relativ unabhängig. Und natürlich hat sich am Anfang sehr schnell die Frage gestellt, wie funktioniert das überhaupt? Und vor etwa 12, 13 Jahren sind dann Entwicklungsleiter auf die Idee gekommen, man könnte ja Open-Source-Software auch in Maschinen, in Produkten einsetzen und sind dann zu ihrem Einkäufer gegangen und haben gesagt, hier ist ein Einkaufsauftrag, bitte, wir hätten gerne dieses oder jenes Softwareprodukt, bitte bestell das für uns. Und dann hat er gesagt, wie immer, ja, können wir mal nachschauen, wie geht das mit den Verträgen, ist geregelt, dass die Software in Safe kommt und dass kein anderer das erwirbt. Nein, nein, hat er gesagt, das ist jetzt Open Source, das geht ins Internet, jeder darf es sehen und nutzen. Sie können sich vorstellen, dass der Einkäufer dann nicht beglückt war, im Gegenteil, er hat einen Tobsuchtsanfall bekommen und gesagt, also wenn wir das bezahlen und es geht nachher an den Rest der Welt, ohne dass die anderen bezahlen, dann ist das ausgeschlossen und hat den Entwicklungsleiter rausgeworfen. Sie können sich vorstellen, der Einkäufer war natürlich ein bisschen überrascht auch, wie kann sowas passieren, hat nochmal nachgeschaut, was ist das eigentlich und hat dann den Entwicklungsleiter angerufen und gesagt, wissen Sie, ich war da gestern vielleicht ein bisschen impulsiv, als ich Sie rausgeworfen habe, aber bitte nochmal zu verstehen, das geht sicher nicht. Sie haben mir da einen Auftrag über 30.000 Euro gegeben und nachher soll es jeder benutzen können, das ist ausgeschlossen, wir sind kein Wohltätigkeitsverein. Aber, hat er gesagt, wissen Sie, ich finde es eine gute Idee, sowas gemeinsam zu machen. Ein Tausender wäre mir die Sache wert. Wenn Sie noch 29 Kollegen, vielleicht Studienkollegen, wen auch immer haben, und die geben alle auch ein Tausender, dann machen wir das. Ja? Er hatte schon so die Idee, ja, beim nächsten Personalgespräch kann er vielleicht in die Diskussion einbringen, dass er etwas für 30.000, für 1.000 eingekauft hat. Naja, dann können Sie sich vorstellen, wie das weitergegangen ist. Er hat dann 29 Freunde gefunden, 30 Mal wurde dann angerufen. Ich hätte gerne einen 30. Treiber bestellt, das ging aber natürlich auch nicht. Und dann war es klar, man braucht eine Organisation, die dazwischen ist, die 30 Mal 1.000 Euro einsammelt, mit den 30.000 Euro den Auftrag vergibt und natürlich auch die Meilensteine und die Qualitätskontrolle und so weiter macht. Und ohne so eine Organisation geht es nicht und eine solche Organisation sind wir. Und das sollte dieser Film zeigen, den wir nun leider nicht zeigen können. Es tut mir so leid, Dr. Imde. Dafür kriegen Sie gleich die erste Frage. Ja, es tut mir auch leid. Ja, Herr Weber. Ja, ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, ganz kurz auf die Hintergründe und die wesentlichen Inhalte der Studie, die ja schon angesprochen wurde und die wir eben im Kontext von Open Innovation erstellt haben, einzugehen. Wie bereits erwähnt, studiere ich derzeit in Reutlingen im Studiengang Operations Management und dieser Studiengang ist eben ein Projektmaster, das heißt, parallel zum Vorlesungsbetrieb gibt es dann jedes Semester ein umfangreicheres Projekt, das in einem Team von etwa 8 Studenten bearbeitet wird und wir haben uns eben im vergangenen Semester speziell mit dem Bedarf und den Anforderungen von kleinen und mittelständischen Unternehmen in Baden-Württemberg an Makerspaces auseinandergesetzt. Ich gehe jetzt zwar davon aus, dass sehr vielen hier der Begriff Makerspace bereits geläufig ist oder bekannt ist, nichtsdestotrotz möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Also
Makerspaces sind zunächst mal ein Element der Open Innovation. Und in Makerspaces werden eben verschiedenste Technologien, das können beispielsweise 3D-Drucker sein, das kann auch Software sein, zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung gestellt. Und mithilfe dieser Technologien soll es dann letzten Endes den Nutzern ermöglicht werden, Ideen möglichst schnell und unkompliziert zu verwirklichen. Und darüber hinaus soll eben in solchen Einrichtungen dann auch der Wissensaustausch und die Kollaboration zwischen den Nutzern gefördert werden. Allein an dieser kurzen Definition erkennt man jetzt schon, dass der Begriff relativ weit gefasst ist und dementsprechend heterogen stellt sich aktuell auch die Makerspace-Landschaft hierzulande dar. Und deshalb war es eben ein zentrales Ziel dieser Studie, in Erfahrung zu bringen, welche Anforderungen die Unternehmen hier in der Region an solche Makerspaces stellen. Auftraggeber war in dem Zusammenhang das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation und Anlass der Untersuchung im Prinzip die stagnierende Innovationsdynamik, insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen hier in Baden-Württemberg. Und vor dem Hintergrund ging es dann eben auch darum zu klären, inwiefern die Unternehmen überhaupt bereit sind, Makerspaces in ihren Innovationsprozess zu integrieren. Und was wir da zunächst mal feststellen konnten, wir haben dann eben eine Befragung durchgeführt, ganz generell, dass die Unternehmen durchaus, ich sag mal, den Handlungsbedarf erkannt haben und auch gewillt sind, Veränderungen an ihrem Innovationsprozess durchzuführen und gleichzeitig eben auch sehen oder das Potenzial sehen, dass eben in einer Kooperation oder Kollaboration mit anderen, mit externen Einrichtungen hinsichtlich der Steigerung ihrer Innovationsfähigkeit liegt. Vor dem Hintergrund war es dann auch nicht verwunderlich, dass nur ein relativ geringer Anteil der Unternehmen die Nutzung von Makerspaces vollständig abgelehnt hat. Und so knapp ein Drittel hat dann sogar eine hohe oder sehr hohe Nutzungsbereitschaft aufgewiesen. Und interessant an der Stelle war eben vor allem, dass bei den Unternehmen, denen dieses Makerspace-Konzept bereits im Vorfeld der Umfrage bekannt war, der Anteil der Unternehmen mit hoher oder sehr hoher Nutzungsbereitschaft doppelt so hoch, also bei etwa 60% lag. Und das verdeutlicht eben in unseren Augen zunächst einmal das Potenzial, das einfach auch in der Aufklärung der Unternehmen hinsichtlich solcher Konzepte oder solcher Open Innovation Elemente verborgen liegt. Jetzt gibt es natürlich auch Bedenken seitens der Unternehmen. Auch die wollten wir in Erfahrung bringen, die eben gegen die Nutzung eines solchen Makerspaces sprechen. Und was da eben das meistgenannte war, war das Thema Personalkapazität. Also einfach die Zeit, wahrscheinlich auch der guten Auslastung geschuldet, dass die Unternehmen einfach ja da irgendwo sich scheuen oder den organisatorischen Aufwand, der auch damit einhergeht, ein Stück weit scheuen. In Bezug auf geistiges Eigentum war es eben so, dass die Unternehmen den Verlust oder den Wissensabfluss in diesem Zusammenhang relativ gering eingeschätzt haben oder diese Gefahr, die damit einhergeht, gerade bei der Makerspace-Nutzung. Und dann haben wir uns eben auch die Anforderungen der Unternehmen angeschaut, gerade was auch den Schutz von geistigem Eigentum angeht. Und hier wurde eben deutlich, dass die Unternehmen diesem Schutz eine sehr hohe Bedeutung zumessen, gerade auch im Rahmen der Makerspace-Nutzung und auch gleichzeitig unsicher sind, ob sie die tatsächlich bereit sind, firmeninternes Wissen im Rahmen der Makerspace-Nutzung zu teilen. Nichtsdestotrotz haben wir, wenn man sich jetzt nur die Unternehmen mit hoher, sehr hoher Nutzungsbereitschaft anschaut, doch feststellen können, dass diese Unternehmen eben doch mehrheitlich tatsächlich bereit sind oder zumindest angeben, dass sie eben firmeninternes Wissen auch im Rahmen der Makerspace-Nutzung bereit sind zu teilen. Und aus diesen Erkenntnissen speist sich dann letzten Endes auch meine Kernthese, die ich hier formuliert hatte. Hat Sie das überrascht? Ein Stück weit schon. Also es kommt natürlich immer auf die Unternehmen an, aber es ist eben schon so, dass es der Anteil der Unternehmen, die eben sagen, ja, wir möchten da mitmachen, wir sehen das Potenzial und da sehen wir eben auch, dass die Offenheit vorhanden ist, wobei man eben auch auf viele Unternehmen getroffen ist oder mit vielen Unternehmen gesprochen hat, die einfach ja das Potenzial nicht erkennen oder so in ihrer aktuellen Situation eingespannt sind, dass sie überhaupt nicht diesen
diesen Weitblick, sage ich mal, entwickeln konnten und dann einfach sagen, das, damit beschäftigen wir uns aktuell nicht, das, dafür haben wir keine Zeit, ja. Ist ja so eine Berufskrankheit, jetzt haben Sie doch eine Frage bekommen und ich hatte doch die erste Frage an Dr. Emde versprochen. Jetzt hole ich das nach. Inwiefern kann jemand in der Open Innovation, den man früher vielleicht als Trittbrettfahrer bezeichnet hätte, denn jetzt auch einem Unternehmen nützlich sein? Ja, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Wir haben ja die drei Stufen der Offenheit, also wobei das erste, das Closed Innovation, was Sie beschrieben haben, ja nur ganz wenig offene Punkte hat. Und dann kommt die mittlere Ebene und dann die offene Ebene. Und es gibt noch eine andere Darstellung über die letzten 40 Jahre Open Innovation, und zwar, das ist die Beurteilung der Bedeutung sogenannter unbeteiligter Dritter. Also die Anfangsphase von Open Innovation, das war eine Phase, da hat man große Angst vor den unbeteiligten Dritten gehabt. Da hat man gesagt, wir wollen auf keinen Fall Trittbrettfahrer zulassen. Es soll nur denen zugutekommen, die auch daran arbeiten. Und über die letzten 40 Jahre ist das immer weniger wichtig geworden. Und heute in unserem Bereich zum Beispiel, kann ich Ihnen sagen, spielt es praktisch keine Rolle mehr. Heute ist es so, dass der unbeteiligte Dritte überwiegend positiv gesehen wird. Also nehmen wir ein Beispiel, ein nordamerikanischer Softwarehersteller, die Firma Red Hat, die hat begonnen, Open-Source-Software als Produkt zu machen. Und jeder fragt sich ja, wie soll das funktionieren? Wenn man es sowieso kostenlos runterladen kann, wieso brauche ich dazu ein Produkt? Aber das Produkt ist eben die Dienstleistung, die man braucht, um die Software zu nutzen. Source-Code ist was Tolles, aber ist längst nicht alles. Man braucht noch viel mehr, um Software erfolgreich zu machen. Und das haben die gemacht. Und dann dauerte es nicht lange, dass sich eine Organisation gefunden hat, die dann das gemacht hat, was ja zu erwarten wäre, die Software runtergeladen, übersetzt und kostenlos weitergegeben. Bei der Firma kostet das $500 im Jahr pro Server, sogenanntes Entitlement, und hier war es kostenlos. Und am Anfang hat man sich dann wegen Trademark-Verletzungen und allem Möglichen die ein oder anderen Scharmützel geliefert. Das wurde aber immer weniger. Irgendwann hat man den Server dann gesponsert. Die Firma hat gemerkt, oh, die unbeteiligten Dritten schicken ja Bug-Reports, die verbessern die Software, die helfen mit. Und heute sind sie, heute lieben sie sich, hätte ich beinahe gesagt. Also heute ist es eine gemeinsame Community, und diese damalige Open Source Community, die ist Teil des gesamten Community-Bereichs geworden. Also die unbeteiligten Dritten tun so viel Gutes, dass wir sie von vornherein mindestens aus unserer Sicht angstlos mit einbeziehen. Das ist neu. Also das Closed Open Innovation mindestens bei Open Software, bei Open Source Softwareentwicklung hin zu Open Innovation. Frage an Frau Dr. Dauster, welche rechtlichen Fragen und Lösungen gibt es denn bei so grenzüberschreitenden Open-Innovation-Kooperationen? Welches Recht kann man da überhaupt anwenden? Puh, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, die ich jetzt sicherlich nicht innerhalb dieser kurzen es Zeit... Es kommt drauf an, wäre die sehr kurze Antwort. Aber es sind sicherlich, wir befinden uns nicht im rechtsfreien Raum. Das heißt aber, es wäre, und Frau Wernick hat das vorher sehr schön zusammengefasst, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Kooperationspartner erstmal sich einig sind, in welcher Form sie zusammenarbeiten möchten. Indem klargelegt wird, welche Patente gibt es schon, was soll in Zukunft passieren, wollen wir den ganz offenen Weg gehen, wollen wir alles offenlegen, wollen wir den halboffenen Weg gehen, wollen wir Patentkooperationen etc. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, und das Wichtige ist, glaube ich, dass man sich davor im Vorfeld über diese Möglichkeiten einig ist, und dann kann man vertraglich eigentlich fast alles regeln. Dr. Böttcher, das Bierkonfliktpotenzial, Open Innovation, wem gehört was? Wie lösen Sie das Problem bei FutureBiz? Ja, ich denke, was Sie schon gesagt haben, es geht über miteinander reden. Also das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Teil. Aber zunächst einmal ist die Grunderkenntnis da, und das ist für mich der zentrale Punkt, dass die Partner verstehen, dass sie es alleine nicht besser hinkriegen. Und erst durch die Kooperation wirklich die Chance haben, miteinander erfolgreich zu sein. Wenn diese Grundhaltung, diese Erkenntnis nicht da ist, dann fängt man an, wieder seine eigenen opportunistischen Strategien zu fahren. Man versucht irgendwie, sich selbst in den Vordergrund zu bringen und Ähnliches. Und das funktioniert nicht. Das heißt, man muss zunächst einmal miteinander reden. Man muss Vertrauen aufbauen. Das ist der Prozess. Natürlich gibt es irgendwann den Moment, wo man anfängt, Regeln zu machen. Aber bei FutureBiz ist das so. Auch hier bei dem Projekt, was ich gezeigt habe. Wir haben am Anfang relativ klar die Regeln aufgeschrieben. Das waren
zwei, drei Regeln, die wir vereinbart haben. Wir haben sehr wenig Verträge gehabt. Wenn wir mit den vielen Partnern hätten wir über 80 Einzelverträge machen müssen. Das hätte 2 Jahre gedauert. Wir haben das innerhalb relativ kurzer Zeit hingekriegt. Aber wir mussten diese ganz klaren Sachen regeln. Und so haben wir es auch gemacht. So machen wir es generell. Ms. Wernick, what is the best way for a company to implement an open innovation process from the perspective of IP management? I think the starting point is awareness what intellectual property you have and what intellectual property you might need and how important this is for you to control intellectual property within your business model. So it's really kind of self-reflection on what intellectual property means for your business model. And then when you look at collaboration or open innovation opportunity, see how it complements what you're doing within your business model or your innovation model. What can you gain? Who you collaborate with? Are your interests combined? Is it safe to collaborate? And then finally to see what are the processes you need to adapt in order to collaborate in that model. Do you need to have some internal checks that, okay, you take part in a makerspace collaboration, you can share this information, when you can't share this, and then once those who take part in the project know what they have to do, they can be relaxed and innovate together with other partners. It can be this type of processes. And as I guess somehow implicitly there was evident that there's also a learning curve of gradually learning to manage intellectual property in a more open and more trusting manner. And you may be also, if you're very confident, a pioneer. For example, Tesla created certain culture of sharing intellectual property by making this commitment to license openly or not to enforce its patents. So it kind of, once you start being open, it may motivate others to trust and be open as well. Mm-hmm. Herr Weber, Sie sind ja tief so in die Denke der KMU eingestiegen. Können Sie auch was dazu sagen, welche Geschäftsmodelle für Makerspaces erfolgsversprechend sind? Ja, also ich denke mal, zunächst geht es halt darum, die Bedürfnisse oder Anforderungen der KMU ernst zu nehmen. Also was wir gemerkt haben, ist halt, gerade im Zusammenhang mit Makerspaces, der unbürokratische Zugang für die Unternehmen, also dass es möglichst einfach gestaltet ist, möglichst unaufwendig und dass man da das einerseits realisiert und dann aber auch eine gewisse Flexibilität bietet, gerade auch was das Zahlungsmodell angeht, dass man da eben die Einstiegshürden möglichst niedrig hält, weil wir da schon gemerkt haben, dass das Ganze sehr stark streut, je nach Unternehmen, und eben ja gerade dieser Faktor Aufklärung, dass man eben die Unternehmen zunächst einmal überhaupt da reinbekommt in so einen Makerspace und eben dann Schritt für Schritt das Ganze intensiviert. Also das, denke ich, sollte da der Weg sein. Und was wir auch gesehen haben, zum Beispiel, geht ja schon mit der räumlichen Anordnung, mit der Infrastruktur los, dass man da eben das Ganze so gestaltet, dass es möglichst leicht erreichbar ist, dass die Unternehmen da einfach ja nicht viel Zeit mit, ich sag mal, nicht wertschöpfenden Tätigkeiten dann verbringen müssen. Mhm. Frau Dr. Dauster, kommen wir zu Herausforderungen. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die größten rechtlichen Herausforderungen bei der Umsetzung von Open Innovation? Und wenn Sie noch einen Lösungsvorschlag direkt hätten, wäre das auch schön. Ich glaube, ich muss mich leider wiederholen. Die größten rechtlichen Herausforderungen sind eigentlich erstmal herauszufinden, was alle Projektpartner wirklich wollen. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob Sie es aus Ihrer Praxis, aber ich habe es rausgehört, dass Sie mich da bestätigen. Mhm. Leider ist man sehr oft in diesen Prozessen, sind die Beteiligten nicht offen. Also so, ich muss dem jetzt ja nicht erzählen, dass ich noch das Patent habe. Und ich muss dem ja nicht erzählen, was ich noch habe. Das ist keine vertrauensbildende Maßnahme. Es ist kein Weg, um dauerhaft zusammenzuarbeiten. Also ich möchte noch dazu sagen, in dem Beispiel, das ich einleitend erzählt habe, das Unternehmen
hat diesen Elektromotor damals dann nicht übernommen. Das hat die komplette Entwicklung gesagt, mach mit deinem Motor, was du willst, und hat nochmal einen neuen Ingenieur beauftragt, einen neuen Motor zu bauen, mit dem dann die richtigen Verträge abgeschlossen wurden. Also im Vorfeld. Im Vorfeld. Dann, also ich denke hier, aber die Herausforderung liegt darin, sich im Vorfeld darüber einig zu sein, was sie wirklich wünschen. Schade eigentlich, dass die da dann den Rückweg. Nun, ich denke, wenn man mit jemandem zusammengearbeitet hat, der einen gefühlt so hintergangen hat, indem er eigentlich was, wofür man gefühlt die Entwicklung gezahlt hatte, selbst angemeldet hat, da war keine Zusammenarbeit mehr möglich. Müssen denn gerade jetzt auch bei Open Innovation auch solche ethischen oder moralischen Aspekte neu bedacht werden? Ich glaube nicht, dass das neue Aspekte sind, sondern ich denke, das sind die Aspekte, die es schon immer in Kooperationen zu beachten war. Und ich hoffe, die meisten, und ich sehe hier auch ein großes Nicken im Raum, ich denke, die meisten sind der Meinung, dass man eine dauerhafte Kooperation nicht aufbauen kann, indem man versucht, seinen Vertragspartner zu hintergehen. Obwohl es ja schon was anderes ist, weil man ja noch mehr gefordert wird, wenn bei Open Innovation man mit mehr Leuten zu tun hat, man offener sein muss, die vielleicht weniger kennt, ist da wieder, was wir vorhin hatten, um Vertrauensvorschuss geht, ist es ja vielleicht schon was, was man für sich einmal definieren muss. Ja, und ich denke, hier hat Frau Wernick gerade das sehr schön gesagt. Ich glaube, jedes Unternehmen muss für sich auch im Vorfeld dann definieren. Was möchte ich? In welche Richtung möchte ich gehen? Was sind die Betriebsgeheimnisse, die ich tatsächlich keinem Dritten preisgeben möchte? Was sind die Informationen, die ich preisgeben kann und bei denen ich bereit bin, hier zu kooperieren? Was sind Patente, die ich auf keinen Fall will, dass mein Wettbewerber sie nutzt? Was sind aber vielleicht auch Technologien, bleiben wir beim Beispiel des Motors. Ich mache Webmaschinen. Man hätte sicherlich einen sehr vernünftigen Vertrag finden können. Elektromotoren finden in ganz, ganz vielen Dingen Anwendung. Hm. Und jetzt sind wir, was Dr. Emne gesagt hat. Man hätte hier vielleicht sogar noch 2, 3 andere Firmen finden können, die überhaupt keine Wettbewerber von mir sind. Ja, die nicht Webmaschinen herstellen, sondern was komplett anderes, Haushaltsgeräte. Die hätten den Motor auch nutzen können. Man hätte sich hier Entwicklungskosten sparen können. Aber das Ganze geht eben nur, wenn man sich im Vorfeld darüber Gedanken gemacht hat, was man selber möchte, was der Vertragspartner einem liefern soll und wie man das dann nachher handhaben kann. Das führt mich zu Dr. Emde und der Alleinstellungspyramide. Also inwiefern ist da Ihre Meinung? Wann lohnt sich da Open Innovation und wann nicht? Und was gibt man preis und was nicht? Ja, dieser Begriff der Pyramide, den möchte ich gerne, wenn Sie erlauben, einführen. Frau Kraus hat gesagt, ich könnte jetzt eigentlich eine Pyramide aus der Tasche ziehen und Ihnen zeigen. Das kann ich jetzt leider nicht. Aber der Punkt scheint mir der allerwichtigste zu sein. Eben ist jetzt schon angesprochen worden, die Firma muss bei sich nachschauen. Was muss sie nachschauen? Der Begriff dafür ist relativ einfach. Der ist erst vor, sagen wir mal, weniger als 20 Jahren, 1999, von Bruce Perens eingeführt worden. Und zwar der Begriff einer Trennung des Know-hows eines Unternehmens in Hinblick darauf, inwieweit dieses Know-how für die Kaufentscheidung des Produktes relevant ist. Und das hat er genannt differenzierendes Know-how versus nicht differenzierendes Know-how. Das differenzierende Know-how, das ist dasjenige, was in das Produkt einfließt und was im Verkaufssalon den Kunden dann schließlich zur positiven Entscheidung bringt, jawohl, dieses Produkt kaufe ich. Und das ist das, worauf man stolz ist. Das ist das, was man denkt, was ganz viel ist. Ehrlich gesagt, häufig ist es gar nicht so ganz viel, aber es ist das Entscheidende, das Wichtige. Und das kommt in die Pyramide nach oben. Und je weiter nach unten in der Pyramide kommen dann die Dinge, die jedes Unternehmen braucht, das nicht differenzierende Know-how. Das fängt an mit dem Dreisatz, mit dem Pythagoras, mit der Kaffeemaschine, mit allen möglichen Dingen, die ein Unternehmen braucht, die aber keinerlei Alleinstellung hat. Das führt nicht dazu, dass man sich am Ende dafür entscheidet. Und das Neue, ökonomisch Neue an der ganzen Geschichte ist nicht die Spitze der Pyramide. Das wussten wir schon immer. Das, was oben in der Pyramide ist, was mich differenziert, was oberhalb der sogenannten Alleinstellungsgrenze ist, das muss ich alleine entwickeln, das geht niemandem etwas an. Das ist das, was in den Safe kommt, wie wir vorhin gehört haben. Und das muss ich alleine entwickeln, niemals mit anderen zusammen. Wenn ich dort Open Innovation machen würde, wäre das fatal. Aber unten, das hat sich geändert. Also der Bereich unten in der Pyramide, das nicht differenzierende Know-how, das ich mit anderen zusammen machen kann, das hat man tatsächlich früher so gesagt. Ja, hat man gesagt, das
könnte ich mit anderen zusammen machen. Und das ist neu. Das muss ich heute mit anderen zusammen machen. Denn jede unnötige Parallelentwicklung von Basistechnologien kostet Geld. Und das Geld, was Sie unnötigerweise mit nicht differenzierendem Know-how ausgeben, das fehlt Ihnen später bei der Entwicklung vom differenzierenden Know-how, um Ihre eigenen Produkte groß zu machen. Und das Fatale ist, wenn wir auf dem einen Kontinent das falsch machen. Das heißt, die Firmen, die auf dem einen Kontinent gegeneinander Marktbegleiter sind und es beide falsch machen, das heißt beide unnötigerweise unnötige Parallelentwicklung von Basistechnologien betreiben. Auf einem anderen Kontinent die Firmen das aber verstanden haben und das richtig machen und die gemeinsam zu entwickelnden Dinge auch gemeinsam machen und damit Geld sparen, dann gehen wir hier gemeinsam unter. Das heißt also diese Botschaft, wir müssen das, was wir mit anderen zusammen machen können, müssen wir mit anderen zusammen machen, damit wir dieses Geld, was wir dann sparen, in die individuelle Produktentwicklung einbringen können. Und das ist das ökonomische Geheimnis von Open Innovation, wenn Sie so wollen. Das heißt, der erste Schritt, da kann ich mich total anschließen, der erste Schritt muss sein, schauen wir das Know-how-Gebiet an, wo wir jetzt Open Innovation machen wollen. Ist das etwas, was uns differenziert oder nicht? Und wenn es uns differenziert, Hände weg von Open Innovation. Und wenn es so nicht differenziert, dann muss ich Open Innovation machen. So hart kann man das heute sagen. Zusammen und gemeinsam ist jetzt ein ganz gutes Stichwort gewesen, denn ich wollte noch einmal Sie einbeziehen, dass wir Sie mir noch einmal sagen, wo Sie die größten Herausforderungen bei Open Innovation sehen. Da muss ich mir mal ein Mikro ausleihen. Herr Weber, leihen Sie mir das Gelbe wieder. Das hat mir gut gefallen. Also Slido, Sie wissen schon, Sie kennen das schon. Worin sehen Sie die beiden größten Herausforderungen bei Open Innovation? So, da haben wir auch verschiedene Antwortmöglichkeiten. Schutz von geistigem Eigentum zum Beispiel, nimmt bestimmt keiner. Aufteilung des Innovationsertrags, Finden von Kooperationspartnern, Vertrauensbildung mit Innovationspartnern, Verfügbarkeit geeigneter Coworking Spaces oder Verfügbarkeit geeigneter digitaler Plattformen, hoher zeitlicher und finanzieller Aufwand und fehlende innerbetriebliche Akzeptanz. Haben Sie alle gewählt? Die wollen. Ist ja kein Zwang, alles freiwillig. Ja, wir haben heute viel über Vertrauen gesprochen. Das ist jetzt auch ganz oben als größte Herausforderung im Moment mit über 50%. Dann lagen wir zumindest mit unserer Diskussion schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, inwiefern da noch Fragen offen sind. Schutz von geistigem Eigentum, aber gut, direkt auch dahinter Kooperationspartner, inwiefern man die findet oder wie? Frage ich doch mal hier jemanden. Haben Sie auch mitgemacht? Nein. Wer hat denn hier mitgemacht aus der Reihe? Nein? Haben Sie sich nicht getraut? Sie arbeiten noch dran? Was wählen Sie aus? Weiß ich noch nicht. Ach so, ganz spontan. Sie sind noch mehr der spontane Typ. Wer hat schon gewählt? Haben Sie gewählt? Was haben Sie? Nee, funktioniert nicht. Ist doch dabei. Och Mensch, dann gehe ich mal weiter nach hinten in der letzten Reihe. Vielleicht finde ich jemanden. Oder Sie? Auch nicht. Wollten nicht mitmachen. Noch jemand? Ah, da am Handy? Auch nicht. Sind Sie schon müde? Brauchen Sie einen Kaffee? Gleich ist es soweit. Wir haben uns schon kennengelernt, ne? Wer hatte noch mitgemacht? Vertrauensbildung mit Innovationspartnern, Finden von fehlende innerbetriebliche Akzeptanz. Wer hat das denn angeklickt? Auch keiner, okay. Ich gehe ja schon zurück. Ja, Sie wollen alle Kaffee und Kuchen. Ich komme wieder hier zu meinen netten Diskutanten. Die reden wenigstens mit mir. So, Herr Weber, Ihr Mikro zurück. Bitte schön. Sie haben gesehen, was machen wir daraus? Was haben wir denn hier? Was hätte ich denn noch bei mir? Aus Ihrer Sicht, Frau Herr Dr. Böttcher, aus Ihrer Sicht, sind die Unternehmen fit für die Zukunft, die sich als Teil eines Business-Ecosystems verstehen? Und wer das tut, erlebt eine Koevolution. Koevolution, Kooperation, was meinen Sie damit? Was meine ich mit Koevolution? Ja, Sie haben, Herr Dr. Emde, eben ja gesagt, dann wenn der USP ganz eindeutig ist oder wo der definiert ist, muss man sich fernhalten von. Stimmt, leider aber nicht immer. Das Problem ist, dass wir zunehmend in Situationen kommen, dass auch eine Leistung dem Endkunden gegenüber gemeinsam erbracht werden muss. Und das heißt, dass auf einmal Wettbewerbsbeziehungen auftreten, die notwendig sind und denen man nicht ausweichen kann. Und was wir feststellen ist, dass an der Stelle eben die Bereitschaft der Koevolution
Koevolution da sein muss. Das heißt, im Austausch miteinander, man anfängt, seine eigenen USP nochmal neu zu definieren, nochmal neu zu hinterfragen, um sich dadurch in der Auseinandersetzung mit anderen einfach ein Stück weiterzuentwickeln. Und das ist der entscheidende Punkt bei der Koevolution. Das heißt, wir brauchen ein kooperatives Wertschöpfungssystem, in dem die Beziehungen der Partner definiert sind, in dem die Geschäftsmodelle offengelegt werden, in dem auch gemeinsam Geschäftsmodelle auf den Markt übertragen werden, guckt werden, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir im Markt miteinander um und wie kann ich meine eigene Position weiterentwickeln, um einen höheren USP zu entwickeln, den ich alleine nicht entwickelt hätte. Ich wäre alleine stehen geblieben an der Stelle und erst durch den Impuls mit der Auseinandersetzung im Wettbewerb komme ich auf die nächste Stufe der Entwicklung. Das widerspricht sich nicht, sondern es ergänzt sich. Ne? Ja. Da habe ich noch eine Frage. Navigating Complexity ist auch ein Begriff, den Sie prägen. Ja. Was ist das genau? Ja, Navigating Complexity ist, hängt damit natürlich auch mit Open Innovation massiv zusammen. Wir sind in einer sehr komplexen Welt mittlerweile unterwegs. Das heißt, wir haben so gewisse typische Merkmale, wie dass wir Ursache-Wirkung nicht so ganz klar unterscheiden können. Das ist die Uncertainty in der Beobachtung. Wir können es nicht richtig interpretieren. Das heißt, wir müssen unser Weltbild immer wieder überprüfen, immer wieder ergänzen. Und das geht erst in der Auseinandersetzung mit anderen. Das heißt, wenn wir miteinander uns austauschen, gemeinsame Bilder besprechen, gemeinsame Bilder interpretieren, dann kriegen wir ein tieferes Verständnis von der Wirklichkeit und dann erkennen wir neue Handlungsfelder für uns selbst an Optionen, die wir unternehmen können. Und das ist ja einer der zentralen Punkte, auch meiner Ansicht nach einer der wichtigen Treiber von Open Innovation, weil ich erst in der Openness, in der offenen Auseinandersetzung mit anderen vollkommen neue Facetten der Wirklichkeit sehe und die erlauben mir dann wirklich neue Handlungsräume. Herr Weber, wir haben gerade gesehen in der Abstimmung, hier waren es jetzt nur 28%, die eben auf dieses geistige Eigentum da Angst haben vor Schutz vom geistigen Eigentum und 50% hatten angegeben, Vertrauen ist irgendwie das Problem. Ist das jetzt, weil wir heute so viel drüber geredet haben oder wie haben Sie das in Ihrer Studie wahrgenommen? Hat das da auch eine Rolle gespielt? Ja, also ich glaube, das haben wir jetzt heute auch schon mehrmals gehört, dass Vertrauen definitiv das A und O ist. Und gerade jetzt in dieser in der Maker-Bewegung, die ja sehr stark auch im privaten Umfeld stattfindet, also Unternehmen sind da noch sehr wenig drin. Und da macht man sich ja um den Schutz von geistigem Eigentum jetzt nicht so die großen Gedanken. Also vertragliche Regelungen oder sowas in der klassischen Maker-Bewegung sind da gar nicht groß vorgesehen. Also das... Wie könnte man das denn implementieren, so einen Schutz von geistigem Eigentum? Ja, also sicherlich gibt es dann auch Möglichkeiten, dass sich diese Maker-Bewegung ein Stück weit professionalisiert, sage ich mal, und da eben auch entsprechende Regelungen implementiert werden, also vertraglich. Aber jetzt auch ganz praktisch, was wir zum Beispiel auch gefragt haben, wie sich die Unternehmen das räumliche Konzept vorstellen in so einem Makerspace. Und da war es ganz interessant, dass gerade auch die Unternehmen, die sagen, ja, wir möchten das nutzen, dass die dann aber auch sagen, okay, wir möchten aber auch die Möglichkeit haben, uns in den Makerspace zurückzuziehen, also irgendwie separate Räumlichkeiten haben, wo ich dann auch mal ja nicht komplett offen eben für mich arbeiten kann. Es kann aber auch daran liegen, dass eben gerade diese Unternehmen dann auch neben diesen Themen Wissensaustausch, Netzwerken, Ideengenerierung, dann eben auch die Entwicklung von Prototypen dieser Nutzungsmöglichkeit eine relativ hohe Bedeutung zumessen und dadurch eben vielleicht auch der Bedarf besteht, einfach sich in bestimmten Phasen dann auch ja, zurückziehen zu können. Also dieses Räumliche wäre ein Thema und dann halt eben auch das Zeitliche, also dass ich einfach sage, okay, ich kann diesen Makerspace jetzt außerhalb der normalen Öffnungszeit dann auch einfach mal für mich nutzen, einfach nur um die Technik, die dort vorhanden ist, zu nutzen und jetzt diesen Open Innovation Gedanken dann ein Stück weit beiseite zu legen, sondern rein den Fokus auf die Technik. Jetzt haben wir schon viel über Herausforderungen gesprochen. Jetzt laut Ihren Erkenntnissen, woran fehlt es denn noch für eine weitreichende, erfolgreiche Umsetzung von Open Innovation, gerade im Mittelstand? Also ich denke, dass das zentrale Thema wirklich jetzt gerade auch in Bezug auf Makerspaces eben die Aufklärung der Unternehmen ist, da dieses Bewusstsein zu schaffen, was bringt mir das überhaupt? Also welche Vorteile erschließen sich mir daraus? Was ist es überhaupt? Also
wie gesagt, ich glaube, es waren 14% der Unternehmen wussten überhaupt, was ein Makerspace ist. Wie viel Prozent? 14%. Mhm. Und also da liegt halt noch sehr viel Potenzial einfach, ja, dieses fehlende bekannt zu machen. Mhm. Und dann auch eben das überhaupt zu ermöglichen, zu verstehen, welches Potenzial ergibt sich daraus, was bringt das für mich. Also das ist, glaube ich, das Größte im Moment. Das größte Thema. Frau Wernick, you already talked about different constellations of open innovation. From your point of view, is open innovation necessary or at least helpful for every company, irrespective of its size? Let's say, just from a researcher of intellectual property and competition law perspective, we always think what's most favorable for innovation, what's most favorable for competition. And it might be that in certain contexts, from the perspective of a company's business model, the industry in question, also in the presence of different opportunities, it might be more favorable to operate in a more traditional model. However, there's so many diverse ways to be open that I believe that in contemporary environment one can assess whether something of them could make innovation cheaper and better, which I think is overall the whole objective here. Mm-hmm. Frau Dr. Dauser noch, kann sich denn ein KMU Open Innovation überhaupt leisten oder ist allein schon die rechtliche Beratung so teuer, dass sich da die Frage der Wirtschaftlichkeit stellt? Das interessiert mich noch. Nein, auch ein KMU kann sich selbstverständlich Open Innovation leisten. Und es gibt ganz fantastische Einrichtungen, über denen man sich informieren kann. Also hier beispielsweise, wir sind hier im Haus. Ich mache immer wieder hier, wenn man sich über Patente informieren möchte, mache ich immer wieder hier aufs Haus der Wirtschaft, das Patentinformationszentrum aufmerksam. Da kann man mit seinen Fragen kommen. Jeden Donnerstagvormittag sitzen Patentanwälte hier, die kostenlos beraten. Das ist selbstverständlich dann keine umfangreiche Vertragsprüfung von 800 Seiten. Dafür sprengt das den Rahmen. Die braucht es aber auch nicht. Also es braucht keine rechtliche Beratung im Rahmen von 800 Seiten oder 200 Seiten Verträgen, sondern es braucht einfach ein bestimmtes Bewusstsein. Was gibt es? Was muss ich beachten? Und was sind die Folgen? Was heißt es denn überhaupt? Also auch das, ich habe leider in meiner Praxis sehr viele Verträge gesehen, die unterschrieben wurden und ich habe danach meinen Mandanten gefragt, was steht in dem Vertrag drin? Weiß ich nicht. Ja, also bitte, bitte lesen Sie die Verträge, die Sie unterschreiben. Denn da steht vielleicht beispielsweise drin, was Sie geheim halten müssen. Und dann sollten Sie sich auch darüber Gedanken machen, was das für eine Folge hat, was Sie geheim halten müssen. Aber das sind alles Dinge, dafür braucht es doch keine umfangreiche rechtliche Beratung, sondern die können Sie auch erstmal mit Ihrem ganz normalen Sachverstand angehen. Noch irgendwelche Tipps? Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Was Sie unbedingt loswerden wollen? Ja, bitte. Ja, wenn ich noch sagen darf, nachdem wiederholt gesprochen wurde, auch über Gefahren, über Ängste und so weiter. Als wir vor 12 Jahren gegründet wurden, haben wir eigentlich uns sehr viel Gedanken gemacht, wie das mit den Mitbewerbern funktioniert. Nicht nochmal zu sagen, wir sind eine Genossenschaft, eine eingetragene Genossenschaft, bei der Firmen Mitglied werden und mit der Mitgliedschaft ist eine jährliche Dienstleistungspauschale verbunden, was uns eine Gemeinschaftskasse gibt und aus der Gemeinschaftskasse machen wir die Dinge, die alle brauchen. Wir machen niemals etwas, was nur ein Mitglied braucht, wir machen immer das, was alle brauchen. Aber es war natürlich klar, es war auch abzusehen, wenn das, was alle brauchen, dann werden das auch Mitbewerber sein. Und wir haben uns vor der Gründung uns überlegt, wie geht das, wenn wir dann in den Arbeitsgruppen zusammensitzen, da sitzen die Mitbewerber da und wie geht man damit um und gibt es nicht vielleicht auch dann Befindlichkeiten? Und ich kann Ihnen etwas sehr Erfreuliches über unsere Arbeit sagen, es ist niemals ein Problem gewesen. Wir hätten uns diese ganzen Gedanken überhaupt nicht machen müssen. Einmal im Jahr machen wir einen sogenannten Networking Day, der findet bei uns in Heidelberg statt. Da werden Mitarbeiter aus den Mitgliedsfirmen eingeladen, so zwischen 100 und 120 Personen erwarten wir dieses Jahr. Wir machen dann in der Regel 3/4 des Tages wissenschaftliche, technische Vorträge, aber auch Vorträge über gerade offene und unbeantwortete Fragen. Dann gibt es ein
ein bisschen was Kulturelles, vielleicht Sternwarte, Schlossführung oder so etwas. Und abends mieten wir dann exklusiv ein Restaurant in der Heidelberger Innenstadt. Und da sitzen dann alle zusammen, die Mitbewerber, alle am gemeinsamen Tisch. Und keiner hat Angst, dass was ausgeplaudert wird, weil das eigentlich klar ist. Die Leute wissen, was sie plaudern dürfen und die wissen, was sie nicht. Und sie gehen dann bereichert nach Hause und haben die vielen Bugs, über die sie die letzten Wochen sich geärgert haben, dann gefixt, weil sie das gemeinsam besprochen haben. Also Mut dazu, keine Angst davor, dass die Leute was ausplaudern. Die Leute sind besser, als sie denken. Die plaudern nichts aus, was sie nicht dürfen, sondern die wissen, worüber sie reden dürfen. Und sie gehen bereichert nach Hause, weil sie die Dinge, die jeder braucht, hinterher besser können. Also das ist ein Erfolgsmodell und wir können nur zur Nachahmung raten. Machen Sie das gemeinsam, was Sie gemeinsam machen können. Damit lösen Sie viele Probleme. Gut, also leidenschaftlich sein, keine Gedanken machen, essen gehen, wenn es mal ernst wird, Vertrag vorher machen, mehr informieren. Gut, haben wir alles? Okay, vielen Dank, dass Sie bei mir waren. Ein Applaus bitte und mit mir diskutiert haben.